Mia und Milo, gelesen von Kerstin Schmohl-Müller, mit Harfenmusik, gespielt von Sephora Luchsinger. Wie jeden Tag hängt Milo seine Jacke an die Garderobe und schlendert lustlos in die Küche. Er setzt sich auf den Stuhl am Küchentisch und sieht durch das Fenster in den dunklen Innenhof der Stadtwohnung hinaus. Hier wohnt er, zusammen mit seiner Mutter. Auf dem Tisch vor ihm steht einsam das schon lange kalt gewordene Mittagessen. Und wie jeden Tag stellt sich trotz Hunger der Appetit nicht ein. Milo schiebt den Teller zur Seite und lehnt sich zurück. Vor seinem inneren Auge sieht er das Bild seiner Eltern, als sie noch eine Familie waren, wie sie mittags zusammen beim Essen saßen, wie er gemeinsam mit Mutter nachmittags in den Park ging, wie Vater eine lustige Geschichte erzählte beim Zubettgehen oder auch beim Abendessen an genau diesem Küchentisch. Nun ist der Vater fort und Mutter arbeitet den ganzen Tag. Sie hat keine Zeit mehr für Milo oder seine Hausaufgaben. Von etwas müssen wir ja leben, sagt sie immer, wenn Milo traurig ist. Milo versucht es zu verstehen. Ein seltsames Geräusch holt ihn aus seinen Gedanken zurück. Vor sich sieht er direkt neben seinem kalten Mittagessen eine große, glänzende Tauperle liegen. Aus der Tauperle erklingt ein helles Lachen und etwas, das wie ein winziges Mädchen aussieht, springt aus dem Tropfen heraus, mitten auf den Tisch. Es macht einen Knicks und sagt: »Hallo Milo, ich bin Mia.« Milo ist so erschrocken, dass er zuerst gar nichts sagen kann. Als er endlich seine Sprache wiedergefunden hat, wundert er sich: »Wo kommst du denn so plötzlich her?« Das kleine Mädchen lacht erneut perlend hell und antwortet: »Ich komme aus dem Land des Silbertaus. Dort, wo das Schloss der Taukönigin steht, bin ich zu Hause. Wir Tauelfen sind immer in der Dämmerstunde unterwegs und legen den Silbertau in alle Blüten. Wir sind es, die du in mondhellen Nächten über die feuchten Wiesen tanzen siehst. Aber nur, wenn du ganz wach bist und genau hinschaust. Weil du gerade so alleine und traurig hier gesessen hast und ich an deinem Fenster vorbeiflog, bin ich zu dir gekommen.« Mia bleibt bis zum Abend bei Milo und erzählt vom Land des Silbertaus. Meist sind es Geschichten von den vielen Tieren, die dort ihr Zuhause haben. Bevor Mia geht, muss sie versprechen, Milo wieder einmal zu besuchen. »Ich komme, sobald die Aufträge der Königin es zulassen«, versichert Mia. Dann steigt sie in die Perle, die sich wie eine vom Wind getragene Seifenblase erhebt und aus dem Fenster in den Abendhimmel verschwindet. Mia hält ihr Versprechen. Die beiden teilen viele schöne Stunden, die Milo sonst trostlos alleine verbracht hätte. Sie erzählt ihm oft Geschichten oder jagt mit ihm beim Fangen oder Versteckspiel durch die Wohnung. Milo muss sehr geschickt sein beim Suchen. Denn Mia ist klein und verschwindet auch schnell in der winzigsten Lücke. Eines Mittags aber steigt eine verstörte Mia aus der Tauperle. Tränenspuren und große, ängstliche Augen verheißen nichts Gutes. »Schnell, Milo, heute musst du mir helfen«, fleht Mia. Sie streckt Milo die kleine Hand hin und sagt: »Mach die Augen zu
und komm! Und wie es weitergeht, liebe Kinder, könnt ihr alle selber im Buch nachlesen.